Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge unserer Serie vom Wasserträger zum Tour de France-Sieger. Die Serie, in der wir den Pro-Kapitän-Modus des Tour de France 2020-Spiels für die PlayStation 4 bis zu dem Moment durchspielen wollen, wo wir mit dem Pro-Kapitän, dem Fubanar, die Tour de France gewinnen können. Ja, in der letzten Folge, die jetzt doch deutlich weiter zurückliegt, als mir mein Gewissen wohl ist, nämlich jetzt schon über eine Woche, haben wir La Route Course die Saison begonnen und La Route Course sofort durchgespielt und auch gewonnen. Den Prolog am Anfang haben wir für uns entscheiden können. Und wir haben jetzt Paris-Nizza vor der Tür, das ja so ein bisschen auch von den Formhöhepunkten eine Generalprobe sein soll für die Tour de France. Das heißt, wir wollen schon erste Erkenntnisse auch darüber sammeln, wie gut unser Team ist. Dementsprechend ist es auch nicht so schlecht, dass bei Paris-Nizza schon die Creme de la Creme der Radsport-Profis dabei ist, und so wird es auch dann in unserem Team sein. Wir gucken einmal ganz kurz auf das Rennprogramm. Wir haben einen ganz, ganz, ganz kurzen Prolog, 2 Kilometer, und da wir ja wirklich inzwischen einen ziemlich guten Sprint haben und unser Prologwert auch gar nicht so schlecht ist, ja, also wahrscheinlich wird es schon noch einige Fahrer geben, die von den Werten her besser sind als wir, aber vielleicht gelingt uns ja ein Überraschungs-Coup. Der Formhöhepunkt beim Fubanar ist auf jeden Fall da. Und vielleicht mit einer guten Tagesform geht da ja was. Dann haben wir 2 Sprint-Etappen. Die werde ich nur jeweils ganz, ganz kurz reinschneiden. Da geht es einfach nur darum, wir müssen, glaube ich, noch 3 oder 4 Sprint-Etappen gewinnen, um uns im Sprint noch weiter und im Antritt noch weiter zu verbessern. Das sind jetzt keine Upgrades, die darüber entscheiden, ob wir die Tour de France gewinnen können oder nicht. Aber ist natürlich immer hilfreich, noch ein bisschen schneller zu sein. Das heißt, natürlich werde ich versuchen, die beiden Sprint-Etappen zu gewinnen. Ich werde euch da jeweils die Etappenfinals zeigen. Diesen kurzen Prolog, den können wir komplett reinnehmen. Dann haben wir eine erste richtig, richtig wichtige und interessante Etappe für uns bei Paris-Nizza. Von Vichy nach Pelusin. 211 Kilometer lang. Eine Hügeletappe. Und wenn wir die gewinnen, dann werden wir uns am Hügel noch ein bisschen verbessern. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Also das ist so eine Etappe, wo ich wirklich sehr, sehr hoffe, dass wir da im Etappenfinale um den Sieg mitsprinten können. Und wenn wir im Etappenfinale noch dabei sind, dann seht ihr dieses Profil. Dann ist diese Etappe selektiv genug, damit die ganz, ganz schnellen Sprinter rausfallen. Und dann sind wir aus den Leuten, die noch am Ende ankommen sollten, die schnellsten. Vorausgesetzt, es kommt keine Ausreißergruppe durch. Da wird auch das erste Mal sich zeigen, ob es sich gelohnt hat, dass wir ein Team im Grunde genommen danach zusammengebaut haben. Wer kann gut Lücken zufahren mit Tony Martin und Wout van Aert und Gianni Moscon. Und Niki Terpstra, ich glaube, den nehmen wir aber erstmal nicht mit, weil der keine gute Form hat. Dann haben wir ein langes Zeitfahren, 22 Kilometer. Und das kommt dann aber erst in der nächsten Folge. Also ich würde sagen, in der heutigen Folge gehen wir diese ersten 4 Etappen durch und dann starten wir auch direkt rein. Das Team lasse ich nämlich genau so. Da sind die Fahrer, für die ich mich am meisten interessiere, wo ich am ehesten sehen will, wie die performen. Und da werden wir auch schon mal sehen, wie gut ist Jakob Fuglsang, wenn er dann mal für uns fährt. Die letztjährige Tour de France in diesem Spiel hat er mit 6 Minuten Vorsprung gewonnen. Insofern, ja. Ich schulde euch aber natürlich noch eine fette, fette Entschuldigung dafür, dass ihr jetzt so lange warten musstet auf die nächste Folge des Pro-Kapitän-Modus. Es soll jetzt wieder im 2-Tages-Rhythmus weitergehen. Das habe ich eigentlich auch schon bei der letzten Folge gesagt. Aber ich musste jetzt bis gestern eine Hausarbeit fertig bekommen und möglicherweise habe ich diese Hausarbeit 40 Minuten vor Ende der Abgabefrist abgegeben. Es war eine absolute Punktlandung. Oh, ich sehe mit Freude, dass wir hier eine gute Tagesform haben. Und dementsprechend, ja, das waren sehr stressige Tage und an Aufnehmen war dann leider nicht zu denken. So, ich bin mal gespannt, ob eventuell sogar einer von unseren Fahrern uns den Sieg wegschnappen wird. Das kann halt wirklich passieren, da haben wir eine Menge Fahrer. Ich glaube, Wout van Aert ist da jemand, der dazu in der Lage wäre. So, im Grunde genommen geht es hier darum, 2 Kilometer durchzusprinten und dabei möglichst gut die Kräfte zu verballern. Und da müssen wir direkt aus dem Startblock raus richtig Gas geben und sofort die Ideallinie finden. Und hier richtig, richtig gut rauskommen. So, und jetzt hier einfach schön um die Kurve herum. Sehr schön. Da vorne die Kurve, da werden wir wahrscheinlich aus der Zeitverhaltung rausgehen müssen, denke ich mal. Ja, hier leider auch. So. Wir sind schon fast durch das Zeitfahren. Gibt hier noch eine kleine Bodenwelle. Da hinten ist schon das Ziel. Ja, wann gehen wir raus aus dem Sattel? Jetzt. Jetzt sprinten wir nochmal in das Ziel hinein und hoffen, dass es zu irgendwas gereicht hat. Ich hätte noch ein bisschen früher anfangen können zu sprinten. Habe ich leider nicht gut eingeteilt, mir die Kraft.
Und jetzt bin ich gespannt, ob es zu irgendwas gereicht hat. Da zählen ja wirklich die letzten Millisekunden. Eine Kurve haben wir nicht ganz sauber genommen, aber gut, wir werden es jetzt bei der Siegerehrung sehen. Daumen sind feste gedrückt und es gewinnt. Ah, selbst wenn der Team Sarias jetzt gleich kommen würde. Da kommt Team Sarias, aber ist es auch der Fubana? Komm schon, bitte lass es der Fubana sein. Jawohl, jawohl, da holen wir den Etappensieg. Sehr schön. Den Prolog von Paris-Nizza gewonnen. So kann man doch mal in eine Folge starten. Sehr, sehr, sehr schön. Und das sollte unserem Fahrer auch noch ein paar Upgrades geben, denke ich mal. Wout van Aert, ich hab's gesagt, der hätte uns um ein Haar hier den Sieg weggeschnappt, um 2 Sekunden. Wird da Dritter. Ansonsten, und mein Team doch relativ schwach, muss ich sagen. Na gut. Aber schön, ja, wir haben sogar 2 Sekunden den ganzen abgenommen, wenn man hier mal sieht, dass vom 5. auf den 6. nur 1 Sekunde ist. Also 2 Sekunden ist schon eine ganz schöne Menge, da würde ich sagen, haben wir ein richtig starkes Rennen hingelegt. Sehr schön, das gefällt mir natürlich sehr gut. Der nächste Etappensieg für den Fubanar gibt Regenerationsboni, die wir nicht wirklich brauchen. Und ja, ha, da sehen wir es jetzt. Also, wo haben wir uns überall verbessert? Es ist der Prolog geworden, wo wir direkt +2 bekommen, weil wir halt ein Einzelzeitfahren und ein Zeitfahren von unter 10 Kilometern gewinnen. Da sind wir jetzt bei einer 76, richtig stark. Und im Zeitfahren bekommen wir auch nochmal +1, da sind wir jetzt bei einer 69. Ja, das ist in Ordnung. Aber da brauchen wir auf jeden Fall auch noch Verbesserungen. Mal gucken, was können wir mit Zeitfahren noch machen. Wir können ein Teamzeitfahren noch beenden. Das ist sehr gut, das kriegen wir diese Saison noch hin auf jeden Fall. Dann haben wir da auch die 70 und ein Einzelzeitfahren gewinnen. Ja, das wird schwierig. Also ich fürchte, im Zeitfahren werden wir uns in dieser Saison wahrscheinlich nur um 1 verbessern können. Sei denn, wir gewinnen bei irgendeinem kleinen Popelrennen noch ein Teamzeitfahren oder ein Einzelzeitfahren von mehr als 20 Kilometer. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Wir nehmen erstmal mit Freude zur Kenntnis, dass wir diese Etappe gewonnen haben und uns da verbessert haben. So, nächste Etappe von Semur nach Löderath. Wir sehen uns auf den letzten Kilometern einfach wieder. Hier wird nicht viel Spannendes passieren. Die letzten Kilometer, auf denen wir hier jetzt also sind, die letzten 3,4. Caleb Ewan wird hier in Position gefahren von Valence. Komm, da spannen wir uns einfach direkt dahinter. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt versuche, hier einfach mal ein Hinterrad von Caleb Ewan mir zu schnappen. Das wird aber ganz schön schwierig gerade. Puh, die fahren hier ein ganz schönes Tempo. Mark Hirschi ist mit dabei. Case Bohl. So, letzter Kilometer. Jetzt muss ich gucken, dass sie mir hier nicht davonfahren. So, da ist das Hinterrad von Dylan Groenewegen. Ah, das ist alles nicht so gut gelaufen. Komm, Caleb. Fahr Tempo, Junge. Was macht Caleb Ewan denn? Eieieiei, der Sprint ist ja komplett versaut. Was ist da denn passiert? Da wollte ich mich einfach ans Hinterrad von Caleb Ewan hängen und der hört einfach auf zu fahren. Gut. Aber das war eh kein gutes Etappenfinale. Irgendwie, also keine Ahnung, was da los war mit... Also da dachte ich, super, geiles Hinterrad, dass ich hier mit Caleb Ewan habe. Und dann, ja, also, was hat Caleb Ewan da gemacht? Da verschwindet er in der Masse. Schade. Gut. Wenn wir nicht das richtige Hinterrad finden, dann ist es eh utopisch, dass wir was holen. Insofern, ja. Wir sehen uns auf den nächsten letzten 5 Kilometer wieder. Bis gleich. Einmal kurz zum Genießen. Der Zustand, in dem dieses Spiel ist. Ach, es ist einfach so wunderschön. Es ist so... Es ist so wunderschön. Aber jetzt hat sich das Spiel ein bisschen beruhigt und gefangen. Und dann kann ich jetzt wieder einsteigen. Wir gehen auf die letzten Kilometer zu. Fahren über eine kleine Hügelkuppel drüber, in der wir schon jetzt drin sind. Ich glaube, es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, hier zu attackieren. Müssen wir einfach trotzdem schauen, dass wir uns in eine gute Position kämpfen. Falls da vorne jetzt gleich schon die Post abgeht. So, da sind wir in einer guten Position. Sehr schön an Demar. Fährt er jetzt auch nach vorne. Ein klein bisschen geht's bergauf, aber viel ist das nicht. So. Also ihr seht auch schon an den Namen hier, Tom Dumoulin. Hier ist schon wirklich... Ich glaube, nicht nur wir testen hier unseren Tour de France-Kader aus, um es mal so zu sagen. Dylan Groenewegen fährt da jetzt los. Die letzten 4,2 Kilometer sind angebrochen. Und wir sind in einer guten Position. Es geht hier jetzt nochmal leicht bergab. Da vorne gibt es sogar nochmal eine scharfe Linkskurve. Nein, keine scharfe Linkskurve. Okay, nee. Aber wir sind in einer sehr guten Position. Caleb Ewans Hinterrad vertraue ich diesmal nicht. Tut mir leid, Caleb, das hast du dir kräftig verbockt. Das war ja nun wirklich fürchterlich, was du da zusammengefahren bist. So. Rui Costa.
fährt er hier. Johnny Moscon kommt nochmal nach vorne gefahren und jetzt geht hier die Post ab. So, oh, wir sind in der schlechten Position. Ein bisschen blöd eingebaut. Die werden jetzt nämlich gleich aufhören, zu Tempo zu machen. Und wir, ach Mist, verlieren die Hinterräder. Sind halt leider einfach zu stark, die Fahrer, um das jetzt nochmal, um mich kurz zu rechtfertigen für die Art und Weise, wie ich diesen Sprint gefahren bin. Entweder ich schaffe es auf dem Level, auf dem hier ein paar Fahrer unterwegs sind, entweder ich schaffe es, ein gutes Hinterrad zu finden, oder ich werde den Sprint nicht gewinnen können. Das ist leider einfach so. Das heißt, entweder ich schaffe es bei Dylan Groenewegen oder sonst wem beim Hinterrad mitzufahren. Ich habe es diesmal nicht gut hinbekommen, leider. Und dann auch das Timing versemmelt. Das ist so ein ganz, ganz kurzer Zeitpunkt, bei dem du anfangen musst zu sprinten, den du treffen musst. Und entweder du triffst ihn halt oder nicht. Und ich habe ihn jetzt zweimal nicht getroffen. Ärgert mich ein bisschen. Habe aber auch schon seit ein paar Tagen das Spiel nicht mehr gespielt. Vielleicht liegt es auch daran. Jetzt bei der Hügeletappe wird es aber hoffentlich gleich besser. Und da sehen wir uns beim Etappenprofil wieder. Elfter sind wir dann also am Ende geworden. Ach, Mann. Also gerade, ich glaube auch, dass es schon ein bisschen daran liegt, bei diesen ersten drei Etappen, oder bei den letzten zwei Etappen, sagen wir es so, bei diesen beiden Sprint-Etappen, dass ich einfach so ein bisschen auch eingerostet bin in meinen Fähigkeiten über die letzte Woche. Da standen andere Dinge in meinem Leben im größeren Fokus. Und ja, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen jetzt zweimal das Timing beim Sprint versemmelt, nicht das richtige Hinterrad gehabt. Ist alles nicht so gut gelaufen. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Es geht jetzt darum, diese Hügeletappe zu gewinnen, um unseren Hügelwert zu verbessern. Ihr seht es da unten, noch eine hügelige Etappe müssen wir gewinnen, um unseren Hügelwert auf 80 zu bringen. Und wenn wir dann noch Lüttich-Bastogne-Lüttich gewinnen würden, dann hätten wir einen Hügelwert von 81. Und ich glaube, dass damit, ja, wir schon auf einem verdammt guten Niveau sind. Also ich glaube, Jakob Fuglsang hat mit 82 den besten Hügelwert sogar von den ganzen Tour de France-Favoriten. Also da wären wir auf Augenhöhe. Und klar ist auch, hier Bergetappe, da müssen wir noch eine Bergetappe gewinnen. Und dann, also wenn wir diese Saison noch zwei Bergetappen gewinnen würden, das wäre schon sehr gut. Dann hätten wir einen Bergwert von 76. Ah, das wäre schon nicht verkehrt, wenn wir da mit in die Tour de France reingehen würden. So, vierte Etappe von Vichy nach Pelosin. Das ist jetzt eine wichtige Etappe für uns. Und ja, was machen wir bei dieser Etappe? Ich möchte ja eigentlich, also ich habe kurz gerade überlegt, ob ich irgendeinen Fahrer aus dem Team Sarias in eine Ausreißergruppe schicke, weil es durchaus eine Etappe ist, wo die in eine Ausreißergruppe durchkommen könnte. Das Problem ist, wir brauchen wahrscheinlich jeden Fahrer, um genau das zu verhindern. Unser größtes Ziel muss es sein, dass diese Ausreißergruppe, die sich bildet, nicht durchkommt. Wenn die Ausreißergruppe nicht durchkommt, sage ich, sind wir Favorit auf den Tagessieg. Und dementsprechend werden alle in diesem Team sich dem unterordnen müssen. Und Tony Martin wird jemand sein, der richtig Tempo ballern wird. Wout van Aert wird Tempo ballern müssen. Das sind die Leute. Und Johnny Moscon, ja auch, den werde ich vielleicht als erstes verfeuern. Das heißt, ich werde wahrscheinlich meinem Team heute eine Menge abverlangen. Stehen wir hier am Start, haben wir überhaupt noch ein Trikot innen, nachdem wir die letzten zwei Etappen ja nicht so erfolgreich holen konnten. Ja, zumindest das weiße Trikot haben wir noch. Und heute, ja, wenn alles gut läuft, erobern wir das gelbe Trikot zurück. Aber dafür müssen wir gucken, dass die Ausreißergruppe nicht durchkommt. Das heißt, Johnny Moscon kommt an unsere Seite, um uns zu beschützen. Wir spulen erstmal weit vor und gucken dann nach der Verpflegungszone bei dieser Abfahrt. Sehen wir uns wieder, wenn es dann in dieses Hügelterrain reingeht. Und dann sehen wir, wie viel Vorsprung die Ausreißergruppe noch hat und wie sich die Rennsituation dann gestaltet, werde ich dann da vor Ort kommentieren. Ich melde mich von kurz vor der Verpflegungszone. Unser Team ist noch ziemlich fit. Warum? Weil im Hauptfeld breite Einigkeit darüber herrscht, dass man diese Ausreißer nicht lange fahren will. Der erste wird hier gerade eingeholt, Oliver Nason. Und Rui Costa ist jetzt noch 30 Sekunden vorm Feld, wird aber früher oder später hier in ganz gemächlichem Tempo eingefangen werden. Das ist einerseits gut, dass sich das jetzt so entspannt gestaltet hier, das Einfangen der Ausreißer. Andererseits öffnet das natürlich neuen Ausreißversuchen jetzt Tür und Tor. Das ist ja auch ganz klar. Ja, also ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass er vielleicht noch ein bisschen später erst eingefangen wird, der Ausreißer. Jetzt ist es leider schon bald soweit. Und ja, das sorgt dafür, dass wahrscheinlich nochmal neue Ausreißer weggehen werden. Und wir jetzt einfach aufmerksam sein müssen, weil es könnte natürlich jetzt auch bald schon passieren, dass dann Ausreißer losmarschieren hier, die tatsächlich durchkommen könnten, beziehungsweise auch die Klasse haben, dass man hinterhergehen muss. Das werden wir jetzt alles sehen. So, also Rui Costa ist eingebrochen. Das heißt, der Ausreißversuch ist jetzt endgültig Geschichte. Es geht noch über eine letzte Kuppe drüber. Dann stürzen wir uns in eine Abfahrt hinein.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten entscheidenden Rennpunkt wieder. Und wenn nichts ganz Spannendes passiert und wenn jetzt einfach die Rennsituation so entspannt bleibt, dann sehen wir uns einfach am Fuße des letzten Kategorie 2 Berges wieder. Wir sind drin im letzten Anstieg des Tages und sofort gehen hier die Attacken los. Da müssen wir hinterhergehen. Pogacar ist da, Luzenko und Fuglsang geht hier netterweise auch direkt mit. Wout Poels marschiert hier sofort in die Attacke. Komm, Fuglsang, dann beschützt du uns jetzt mal, bitte. Nein, nicht Geschke. Fubana beschützen. So, hier schön die Innenbahn zu. Und dann fährst du uns jetzt hier einfach so schnell wie du kannst diesen Berg hinauf. Komm, Fuglsang. Mach. Wir müssen hier einfach mit den Favoriten mit dabei bleiben. Und dann sollten wir diese Etappe gewinnen können. Simon Geschke fährt auch ein gutes Rennen, bleibt auch gut bis zum Schluss mit dabei. Kann jetzt nochmal das rote Gel nachlegen, tatsächlich. Sehr schön. Und Fuglsang. Ja, kriegt jetzt auch bei nächster Gelegenheit das rote Gel. So, also. Da haben wir... Ja, wer ist das da vorne? Primus Roglic im gelben Trikot, der jetzt einbricht. Wahrscheinlich dann nicht, wenn er eingebrochen ist. Tom Dumoulin war's. So, Geschke und Fuglsang. Könnt ihr jetzt bitte wieder vor mich fahren. Egan Bernal, die ganzen Favoriten sind unter sich. So, die Kurve haben wir tatsächlich sehr gut genommen. Haben wir uns einmal gut in Position gefahren. Da können wir einmal nochmal kurz das Tempo dann rausnehmen tatsächlich. Und auf Jakob Fuglsang warten. Tom Dumoulin macht Tempo. Wir können unser blaues Gel einmal komplett nehmen, solange noch Zeit dafür ist. Aber ja, die letzten 15 Fahrer sind beisammen. Team Sarea ist mit 3 Fahrern noch gut vertreten. Der Fubana sieht auch noch sehr gut aus. Gute Tagesform. Und jetzt liegt es an uns, dass wir hier das Tempo hochhalten, finde ich. Weil ich möchte nicht, dass hier noch mehr Fahrer zurückkommen. Ich finde, das brauchen wir nicht. Also, Fuglsang, tritt in die Pedale, mein Bester. Und Simon, du auch. Ich glaube, hier fahren wir gerade am Ziel vorbei. Das heißt, es gibt noch eine kleine Schleife, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und dann sind wir gerade, lassen wir den Zieleinlauf noch einmal rechts liegen. Egan Bernal winkt Roglic durch. So, wir winken niemanden durch. Wir lassen einfach nur unsere Teamkameraden im Wind fahren. Komm, Fuglsang, fahr nach vorne, bitte. Oh, chaotisches Rennen. Und alleine möchte ich jetzt eigentlich auch nicht fahren. So dicke habe ich es mit der Ausdauer dann doch nicht. Komm, Jakob, fahr doch jetzt mal bitte vor uns. Fuglsang, hier. Fubana beschützen. Ist das jetzt mal denkbar langsam? Komm. So, Roglic geht in die Attacke. Und Thomas geht hinterher. Jetzt müssen wir auch mitgehen. In den Windschatten von Geraint Thomas rein. Sind wir drin. Sehr schön. Fährt er uns die Lücke wieder zu? Ich glaube nämlich schon. Sehr gut. Und dann gehen wir jetzt gleich auf die letzten 5 Kilometer zu. Primoz Roglic 7 Sekunden vor uns. Geraint Thomas fährt uns die Lücke netterweise wieder zu. Sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir noch eine nach vorne springen. Geraint Thomas ist nicht platt. Das heißt, wir springen jetzt noch eins weiter zu Primoz Roglic ran. So. Können wir uns in seinen Schatten hängen? Komm. Noch ein bisschen. Jetzt. Jetzt haben wir seinen Windschatten. Sehr schön. Jetzt nehmen wir unser rotes Gel. Einmal komplett aufbrauchen, bitte. Die da hinten fahren, dann glaube ich, die Lücke wieder zu, wenn ich das richtig sehe. Muss nur ganz kurz schauen, dass Jakob Fuglsang daran nicht beteiligt ist. Und Roglic fährt jetzt hier schön Tempo. Sehr schön. Es geht jetzt nämlich nochmal ein bisschen bergab. 14 Sekunden sind wir vor den anderen. Das ist mir aber eigentlich ziemlich egal. Solange wir da mit roter Ausdauer reingehen, sind wir die Besten. Egal, ob wir aus dieser Gruppe heraus sprinten oder aus der großen Gruppe heraus. Und wir haben die volle Energie. Darauf können wir jetzt bauen. Der rote Balken ist voll da. Die letzten 2 Kilometer. Das könnte ein Etappensieg werden. Dann können wir jetzt auch... Von Roglic hier fast schon wieder rausgedrängt. Mach mich nicht nervös, Primoz. Letzter Kilometer. Geht nochmal ein bisschen bergauf. Gegenanstieg. Und dann müssen wir schauen, dass wir unseren Sprint richtig timen. So, Primoz Roglic winkt uns nochmal durch. Jetzt kommt die Attacke von Primoz Roglic. Den müssen wir jetzt kontern. Oh, komm nochmal ran, Fubana. Komm. Ja, das war knapp. Heieieiei. Deutlich knapper, als es mir recht war. Ich glaube, Jakob Fuglsang ist noch Vierter geworden. Puh, das war ein Rennen, Leute. Jetzt genießen wir die Siegerehrung. Boah. Hätte ich noch ein bisschen früher anfangen können zu sprinten. Und dann wäre es wahrscheinlich deutlicher geworden. Aber so konnten wir einfach unsere Überlegenheit im Sprint nochmal ganz besonders ausspielen.
Also wir schauen uns nochmal an natürlich aus dieser Gruppe. Da kommt jetzt die Tempoverschärfung von Primoz Roglic. Die gehen wir ganz gut mit. Aber dann ist er dann doch relativ lang vorne. Und dann erst so auf den letzten Metern, auf den allerletzten Metern fangen wir ihn noch ab. Jakob Fuglsang wird starker Vierter. Richtig tolles Rennen vom Team Sarias. Und da genießen wir jetzt natürlich die Siegerehrung. Ganz, ganz klar Fall. Tagessieger Fubanar. Und wahrscheinlich wird er auch das ein oder andere Trikot übernommen haben. Das Gelbe auf jeden Fall, wie es in anderen aussieht. Dylan Groenewegen bleibt im grünen Trikot. Bei Bergwertung ist es Luis Leon Sanchez, der vorne ist in der Nachwuchsfahrerwertung. Der Fubanar. So. Also, dann genießen wir jetzt einmal nochmal kurz den Blick auf die Ergebnistafeln. Schachmann, unser ehemaliger Teamkollege, wird 9. Jakob Fuglsang, unser Neuteamkollege, wird 4. Simon Geschke, 22. hat dann hinten raus doch noch ein bisschen abreißen lassen müssen. Aber insgesamt ein sehr schönes Ergebnis. In der Gesamtwertung sieht es jetzt so aus, dass wir 8 Sekunden vor Geraint Thomas liegen und 9 Sekunden vor Primoz Roglic. Cycling-Einzelwertung dominieren wir natürlich. Wir sind der beste Fahrer bis hierhin in dieser Saison und dementsprechend auch das Team. Denn dessen haben wir tragen das beste Team, nämlich das Team Sarias. Wir haben ein Spitzenreitertrikot erobert, aber jetzt noch viel wichtiger neben diesem Regenerationsbonus. Oh, wir erholen uns gar nicht vollständig, obwohl wir die 82 Regeneration haben. Ist jetzt plus 1 Hügel. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben unseren Fahrer nochmal verbessert. Haben am Hügel jetzt die 80. Also ist unser erster Primärwert, wo wir die 80 knacken. Und neben Sprint oder Antritt wird es wahrscheinlich auch unser einziger bleiben. Aber ja, hügelige Etappen gewinnen, haben wir jetzt sozusagen die komplette Questreihe abgeschlossen. 10 hügelige Etappen haben wir gewonnen in unserer Karriere. Jetzt können wir uns nur noch verbessern, wenn wir den Flandern Classic oder Lüttich-Bastogne Lüttich gewinnen. Flandern Classic hat, glaube ich, viel Kopfsteinpflaster, das können wir uns abschminken. Aber Lüttich-Bastogne Lüttich, vielleicht geht da ja was. Und dann könnten wir uns noch auf eine 81 im Hügel verbessern. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War ja durchaus zwischendrin nicht so erfolgreich, aber zu Beginn und zum Abschluss haben wir einen Sieg feiern können. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mir verzeihen könnt, dass jetzt eine Woche lang keine Videos kamen. Ja, wie gesagt, ab jetzt ist es wieder etwas entspannter, keine Hausarbeiten mehr und deutlich mehr Zeit. Jetzt zum Aufnehmen, das heißt, wir werden wieder regelmäßiger dem Fubanar zugucken können. Bis zum nächsten Mal, ciao, haut rein.